Also ich habe aus dem Stegreif angefangen zu heulen. Ich hatte eigentlich eine gute Zeit und war aber dann immer wieder an einem Punkt, wo ich einfach richtig tief traurig war, weil ich irgendwie, glaube ich, auch dann in meinem Inneren schon wusste, okay, ich glaube, das ist jetzt einfach vorbei. Hey meine Lieben, wir sind David und Ian von Queer Eye und heute sprechen wir über das sehr spannende Thema Trennungen in unserem Queer Eye Loft. Wir haben hier zwei wundervolle Menschen sitzen und zu meiner Rechten, ist das rechts? Wahrscheinlich ja. Zu meiner Seite haben wir hier Briggs und Briggs ist Schauspieler und Aktivist. Und hat ganz viel zu erzählen später. Schön, dass du hier bist. Und wir haben meinen guten Freund Jochen hier zu Gast. Und Jochen ist Entertainer, Moderator, Schauspieler. Was machst du eigentlich noch alles? Du, das Podcast. Am liebsten rede ich über Trennung. Du hast auch eine tolle Story mitgebracht und wir sind gespannt, was du uns zu erzählen hast. Lass uns da mal anfangen, weil bei dir ist es ja tatsächlich so, du hast ja, in deinem Topf sind ja ganz schlechtes Date versus ein Partner versus... Ja, lass ihn doch mal erzählen. Ich glaube, ich muss damit anfangen, dass ich meinen jetzigen Verlobten kennengelernt habe vor ein paar Jahren. Es war ein Grinder-Date zum Mittagessen. Oh, gibt's das? Ja, also wir haben zum Mittagessen kommt drauf an, was ihr so geknabbert habt. Also wir haben uns zum Mittagessen getroffen und es war das schlimmste Mittagessen für uns beide eigentlich. Also, ja, wir hatten uns nichts zu erzählen. Wir haben uns getroffen und es waren einfach sehr, sehr lange 45 Minuten. Und wir haben uns dann tatsächlich nie mehr wieder gesehen, obwohl er 4 Minuten von mir entfernt wohnt. Und dann war ich mittlerweile in einer Beziehung. Es sind 4 Jahre vergangen. Ich habe ein zweites Zuhause in Kapstadt und ich war schon in Kapstadt, weil ich eigentlich immer versuche, im Dezember dann direkt abzuhauen. Und in einer offenen Beziehung darf ich mich ja auch mit anderen Männern treffen und mache wieder diese Dating-App auf. Und da ist ein Mann, der mir sehr gut gefällt und ich schreibe diesem Mann und er schreibt zurück, wir hatten ja schon mal das Vergnügen. Und ich dachte so, fuck. Wie viele Jahre später ist das? 4, 5 Jahre später. Okay. Und du hast ihn nicht erkannt? Nee, weil er hatte eben damals lange Haare und er hatte seine Haare, einen Buzzcut, er hatte halt alles abrasiert. Und ich dachte nur so, sexy. Mist, habe ich mit ihm geschlafen? Ich habe es vergessen, weil es so schlecht war, weil ich betrunken war. Ich habe keine Ahnung. nee, und dann meinte er so, nee, wir hatten... Und dann kam es mir wieder und ich dachte so, ah, oh, fuck. Und er war aber so... Block. Er war so sympathisch und ist so sweet mit dieser Situation umgegangen, dass ich halt dann gesagt habe, so, okay, komm, aber dann lass uns doch in Kapstadt jetzt hier irgendwie... Ich bin noch anderthalb Wochen quasi ohne meinen Freund hier und lass uns doch einfach irgendwie Abendessen gehen und lass es uns wieder gut machen. Und er kam schon in das Apartment, was ich da gemietet habe, rein und ich dachte so, okay, jetzt ist definitiv die Chemie und die Anziehung da. Also ich fand ihn toll. Und wir hatten ein super Abendessen. Die anschließende Nacht war auch super. Ich habe es dann eben meinem Partner auch erzählt. Das war ja die Abmachung. Es war auch ehrlich gesagt erstmal kein Problem. Und dann war Heiligabend. Eine Freundin von mir war mittlerweile auch aus Deutschland gekommen und wir laufen an so einem Restaurant vorbei und er sitzt da und isst Ente. Und meine Freundin sagte halt so, oh, Ente, das ist so schön deutsch und so, das gibt's ja hier eigentlich gar nicht so zu Weihnachten. Komm, wir essen mit ihm zusammen. Hatte ich auch Bock. Und dann habe ich eben auch meinen damaligen Freund angerufen oder ich habe ihm eine Sprachnachricht hinterlassen und meinte so, hey, voll witzig, wir haben Norman gerade wieder getroffen, wir essen gerade zu Mittag. Und das hat das fast zum Überlaufen gebracht, weil er saß halt im regnerischen Deutschland. Mein Ex-Freund war dann eben sauer und enttäuscht und wie auch immer und hat sich dann erst mal ein eigenes Airbnb genommen. Wir haben dann schon in Kapstadt sehr viel darüber geredet. Es war auch nicht klar, ob wir uns trennen oder nicht. Wir sind auch in der Gruppe essen gegangen. Ich habe die beiden auch vorgestellt und so. Also in meinem Kopf. Ich wollte transparent sein und ich habe auch keine Spielchen gespielt oder sonst was. Und ich habe noch nie eine polyamore Beziehung geführt und ich weiß auch gar nicht, ob ich das könnte, ob das mein Herz mitmachen würde, meine Gefühle, meine Seele. Aber in meinem Kopf habe ich natürlich gedacht, geil, vielleicht finden die sich ja auch super. Und wer weiß, vielleicht funktioniert das ja. In seiner Vorstellung hat er mir unterstellt, dass es
dass diese Treffen beabsichtigt waren. Wirkt aber auch so, ich hätte das auch gedacht. Ist auch total okay. Weil du denkst so, okay, warte mal, du lässt mich ja an Weihnachten sitzen, weil ich weiß ja nicht, offene Beziehung ist ja auch mal so, ob man jetzt sagt, okay, man bummert nur mal ab und zu mal oder man trifft die, also weißt du, man aber trifft aber es waren ja immer Zufälle und wir hatten ja keine... Das glaubt dir doch kein Mensch. Okay, also ihr guckt ja gerade zu, bitte glaubt mir, es stimmt, ich lüge nicht. Ich meine, ich erzähle diese Geschichte. Nee, aber ich meine, wenn du das hörst, ja, ihr habt dich immer mal wieder getroffen an Weihnachten, weißt du? Da muss ich aber nochmal nachfragen, wie war denn die Regelung? Weil ihr habt eine offene Beziehung, ihr dürft Sex mit anderen haben, sofern ihr das... Wir hatten ja nur einmal Sex. Okay, aber durftet ihr ein zweites Mal Sex haben mit der gleichen Person? Ja, genau. Ja. Also Romantik sollte auf jeden Fall nicht passieren. Kann aber passieren und ist dann halt mit Norman und mir tatsächlich so passiert. Und ich glaube aber, dass in meiner damaligen Beziehung eh schon so viele Sachen irgendwie so ein bisschen schief liefen und wir eigentlich... Also die Beziehung war eh schon angegriffen und bröckelte so ein bisschen. Sonst wäre das alles gar nicht so weit gekommen. Mich würde interessieren, ob ihr glaubt, dass offene Beziehungen vor Heartbreaks schützen. Falls es so ist, schreibt es in die Kommentare rein. David und ich sind gespannt, was da alles für Storys auftauchen werden. Briggs hat auch eine super spannende Geschichte und hatte nämlich eine ganz emotionale Trennung hinter sich, ne? Und deine Ex-Partnerin und du, ihr seid aber noch gut befreundet. Man führt ja hoffentlich keine Beziehung, wenn man sich nicht in dem Moment gut tut oder braucht oder beides. Und ich bin sehr dankbar für die Begegnung damals zur rechten Zeit am rechten Ort. Und deswegen war es eine mega schöne Zeit. Bis man halt beschlossen hat, dass jetzt keine schöne Zeit ist. Und wie lange wart ihr zusammen? Fast 4 Jahre. Okay. Also für mich war das sehr lang. Und wie war das denn vor der Trennung? Ich bin als Baby Briggs nach Hamburg gegangen, um zu studieren. Meine Reise nach Hamburg war sehr, 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 sehr emotional und schön. Ich bin aus einem Ort, wo ich mich nicht so wohl gefühlt habe, abgehauen. Als ich in Hamburg angekommen bin, bin ich auch irgendwann bei mir angekommen und habe endlich laut sagen können, ich bin trans, ich muss meine Reise jetzt endlich losgehen. Ja, Therapie, alles Weitere. Und in der ganzen Zeit habe ich trotzdem diese Beziehung geführt. Also ich habe eine Person gefunden, die mit mir auf diese Reise gegangen ist, die mich vollkommen supportet hat. Weil ich meine, war in dem Moment die größte Stütze in meinem Leben. Mein Safe Space, ein Zuhause. Da, wo ich herkomme oder so, habe ich mich nie zu Hause oder lebendig gefühlt. Auf jeden Fall war sie auch eine Kraft. Vielleicht auch dann am Ende war es auch vielleicht ein bisschen too much. Ich glaube, das war auch ein typischer Fall von zwei Menschen studieren an einem anderen Ort. Wir hatten trotzdem noch Geschichten in den Städten, wo wir herkommen oder hergekommen sind. Und ich glaube, ein bisschen unfinished business gab es auf allen Seiten. Und auch wenn der Moment in der Stadt total toll war, ab und zu kam schon noch die Vergangenheit auch wieder dazu. Und ich glaube, das waren die echten Probleme. Also definitiv nicht meine Geschichte oder ihre Geschichte, sondern ich glaube, wir waren vielleicht auch nicht immer 100% ehrlich zu uns selbst oder dem Gegenüber. Okay, da kommt gerade da kommen wir, glaube ich, später noch dazu. Der Juice kommt gerade raus. Ja. Aber wie war das denn eigentlich mit der Trennung? Also wann ist das denn passiert? Wir haben uns dann getrennt, als wir zurückkamen. Also ich habe aus dem Stegreif angefangen zu heulen. Ich hatte eigentlich eine gute Zeit und war aber dann immer wieder an einem Punkt, wo ich einfach richtig tief traurig war, weil ich irgendwie, glaube ich, auch dann in meinem Inneren schon wusste, okay, ich glaube, das ist jetzt einfach vorbei. Aber es ist total interessant, wenn ich zuhöre, denke ich so, ich glaube, das waren viele Probleme des früheren Brixes, ja. Wir haben, das Schlimmste, was wir gemacht haben, ist, wir haben uns maßlos verletzt. Wir haben uns richtig fertig gemacht. Eine Person ist dann alleine weggezogen, obwohl es unser gemeinsamer Deal war, wir ziehen zusammen weg. Und plötzlich war das nicht mehr besprochen. Ich bin dann aber auch dahin gezogen, weil ich hatte ja schon den Job. Und habe dann jemand anderes kennengelernt und hatte dann dieses Dreieck von diesen neuen Gefühlen, was mir über den Schmerz hinweg geholfen hat. Und dann haben wir eventuell auch noch eine Dreiecksparty gefeiert. Auch so. Noch, freches Ding, du, richtig so. Nee, aber mit diesen unfassbar krassen, also wir haben alle nur geheult. Weil irgendwie, das hat einfach nicht funktioniert. Du erzählst das zwar so einfach, ja. Na, man hat einfach nicht mehr kommuniziert, dann seid ihr auseinandergezogen oder die Person ist woanders hingezogen und du bist alleine weitergezogen. Dieses Miteinander sprechen oder einer Person zu sagen, was man fühlt und auch
wo man sich vielleicht schlecht fühlt oder wovor man Angst hat, ist ja mega schwierig. So, also wenn man dann die Trennung geschafft hat, die ja schon echt schlimm ist, und das macht ja auch viel mit einem, ne, viele Emotionen, was macht ihr denn, um damit klarzukommen? Ich war so richtig sportsüchtig schon. Echt, ja? Ja. Und ich war ja auch frisch operiert, darf man nicht vergessen. Ich konnte endlich gerade stehen. Weißt du, mein ganzes Leben habe ich mich versteckt irgendwo. Da habe ich mir so ganz komische Ziele gesetzt und bin entweder gelaufen oder mit dem Fahrrad utopisch weite Strecken. Und ich habe mich richtig gequält, um mich zu spüren. Das war ja deine Wahl. Richtig. Warum? Weil dir der Schmerz auch irgendwo gut tut? Ja, heute würde ich sagen, ich musste vielleicht auch mal richtig leiden. Ja, bestimmt auch. Und man leidet ja auch dann gerne so ein bisschen. Und das ist aber auch die Schönheit dabei, ne, dass wir das erleben können, diese ganzen Gefühle. Und du hast ja, guck mal, ohne Wasser kein Pflänzchen. Und man merkt ja auch erst, wie sehr man jemanden liebt, wenn der Schmerz dann einsetzt. Oder wie sehr man jemanden geliebt hat. Der Schmerz ist an verschiedenen Orten natürlich auch noch immer unterschiedlich, ne? Ich weiß nicht, ob ihr zusammen gewohnt habt, aber da hat es mich richtig zerrissen, an dem Ort, wo wir eigentlich schon gewohnt haben. Ja. Ja. Wie ist es denn bei dir? Bist du gegangen oder wurdest du gegangen? Es ist sehr, sehr schwer zu beantworten, oder? Also, wir haben uns sehr oft die Türen voreinander zugeschlagen, aber auch wieder aufgemacht. Und irgendwann war ich auf jeden Fall ziemlich kaputt und heartbroken. Und garantiert nicht nur ich. Und man muss da einfach irgendwann sagen, sorry, aber ich glaube, wir ruinieren uns. Wir kommen ja auch nicht auf die Welt und wissen, wie eine Beziehung zu funktionieren hat. Aber wir kommen auf die Welt und uns werden Dinge vorgelebt, wie sie zu sein scheinen. Gab es denn bei euch dann auch Aussprachen? Also bei euch beiden? Generell? Also ein Jahr später ungefähr. Also wir haben uns im Januar getrennt und wir haben uns dann irgendwie im Dezember nochmal getroffen. Tatsächlich muss ich sagen, mit fast allen meinen Ex-Partnern gab es Aussprachen, aber immer erst nach Monaten. Und das war mega emotional. Also dann auch wieder mit vielen Tränen. Aber dadurch, dass eben so viel Zeit vergangen ist, konnte man sich dann hinsetzen. Man hatte nicht mehr diese Wut, man hatte diese Enttäuschung nicht. Und es ist dann nicht mehr so, aber du hast damals, sondern man kann einfach auf einer ganz anderen Ebene miteinander kommunizieren. Ich kann mich teilweise suhlen, Rotwein trinken, Bridget Jones gucken bis zum Umfallen. Das ist aber dann auch, also ich finde eigentlich, dass Feiern und Alkohol die komplett falsche Lösung sind. Weil das kann man irgendwie kurz, kann es irgendwie Spaß machen. Und dann fängt aber der Teufelskreis an, dann geht's dir ja noch schlechter, ja, dann fangen die Depressionen an oder sonst was. Raste mal einen Abend aus und vielleicht auch ein Wochenende, aber dann krieg dich auch wieder... Ja, das ist ja die Illusion, also das ist ja eine Nebenwelt, die dann einfach irgendwie gerade... Dann kommst du ja wieder zurück ins... Ich glaube, Tapetenwechsel ist mit das Beste. Ich habe natürlich auch in unserer Wohnung und auch in Berlin generell, ich habe natürlich ständig irgendwelche Orte gesehen, die ganz, ganz wichtig für uns waren und die ich geliebt habe. Vielleicht mit der Freundin oder mit einem Freund irgendwie mal kurz übers Wochenende irgendwo hinfahren, wenn man sich jetzt nicht groß freinehmen kann oder eben auch mal eine Woche vielleicht Tapetenwechsel. Das ist, glaube ich, das, was wirklich hilft. Und ansonsten bin ich auch jemand, der sich gerne mit Arbeit ablenkt, wenn es denn geht. Hat das auch was mit diesem Figürchen zu tun, dass ich da die ganze Zeit anstarre? Ja, mein Figürchen. Wo ist es denn? We have a special guest. Ja. Erzähl mal. Ja, das ist sozusagen mein Figürchen, mein Lucky Charm. Also ich habe natürlich auch während der Trennung mit meiner Therapeutin darüber gesprochen, vieles durchgearbeitet. Und sie sagte halt, hier habe ich eine große Kiste, da sind ganz viele Plastikfigürchen drin oder Lucky Charms oder wie auch immer. Und du wirst eh das rausgreifen, was für dich am besten ist. Und es war das. Und es ist für mich eigentlich in allen Lebenslagen wichtig, auch in beruflichen. Weil guck mal, wenn das nicht gerade steht, dann fällt es immer vorne über. So. Und du kannst es übersetzen mit, wenn ich so stehe, wenn ich gerade stehe und eben auch vielleicht meine Handflächen nach vorne, weil das ist ja Receiving und so, gibt mir das wahnsinnig viel Kraft und in meinem Leben oder in Partnerschaften genauso, dass ich mich immer wieder daran erinnere, wenn ich gerade stehe und wenn ich ein aufrichtiger Mensch bin, dann hilft mir das auch im Leben. Literally. Ja. Apropos Reminder und Lucky Charm. Yes. Ich sehe da hinten nämlich auch was durchblitzen. Ein sexy Gefährt. Und zwar meinst du? Ist es dein sexy Gefährt. Damit bist du hierher geradelt. Was hat es mit dem Rad auf sich? Ist mir ganz wichtig. Ich komme ja aus vom Niederrhein. Fahrrad bedeutet Freiheit. Du kannst halt als junger Mensch anfangen, von Dorf zu Dorf zu radeln.
Und das übertrage ich dann einfach auf die Orte, wo ich bin. Ich muss einfach frei sein. Mhm. Und wenn ich keinen Bock mehr habe, dann fahre ich so weit, ich manchmal denke, was habe ich jetzt hier getan? Ich muss auch wieder zurück. Also man ist auch so independent, oder? Also ich meine, ich fahre alleine mit dem Fahrrad los und muss mich auf niemand anderen verlassen. Wann kommt irgendwie die Bahn oder keine Ahnung was? Und so nichts Umwelt, Sustainability, you know, Climate. Du bist auch noch was Gutes. Du bist auch noch gut zur Umwelt. Natürlich. Nur ich. Ja. Ich fühle mich gut. Aber auch wenn meine Geschichte vielleicht meinem damaligen Freund erstmal Schmerzen zubereitet hat, wollte ich euch noch erzählen, dass es eigentlich zum Schluss ein schönes Happy End für alle gab. Weil ich bin ja dann zurückgekommen, wir haben uns getrennt. Da habe ich natürlich auch das eine oder andere Date gehabt. Und ich hatte eben einen Typen, mit dem hatte ich mich, glaube ich, 2 oder 3 Mal getroffen. Wir kannten uns so über Freunde. Und dann war es so eins der ersten schönen Frühlingswochenenden. Und ich bin mit Norman die Torstraße runtergelaufen in Berlin. Und dann war dieser Typ, den ich halt ein paar Mal gedatet hatte, auf der anderen Straße, ja, okay, auf der anderen Straßenseite in einem Restaurant, sieht mich, Jochen, komm mal rüber, komm mal rüber. Ich so, oh shit, okay, mal gucken, wie unangenehm das jetzt wird. Ja. Dann sagt er so, hey, na, wie geht's? Sorry, ich will gar nicht unhöflich sein. Das ist Piep. Und dann saß er da mit meinem Ex-Freund. Und die sind jetzt auch seit 4 Jahren zusammen. Nein. Also das heißt, die haben sich gefunden, die sind ein Paar, die leben miteinander. Ich. Wie hast du denn da reagiert? Du so, oh. Ja, Mic Drop, das war natürlich krass. Aber ja, genau, ich spuck euch ins Essen. Nein, ich hab mich ehrlich gesagt auch gefreut. Wir haben relativ viel über uns gelernt, übereinander gelernt. Und jeder hat jetzt irgendwie seinen Partner gefunden. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Das finde ich super. Also ich habe gelernt, ich muss auch ehrlich zu mir sein, damit das alles überhaupt funktioniert. Und heute weiß ich, ist alles perfekt. So, wir haben unsere besten Freunde geheiratet, wir haben Kinder und wir können uns heute schreiben und sehen die Bilder von unseren Familien und wissen, oh mein Gott, haben wir schöne Familien, wir haben alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht, das war alles irgendwie Teil des Weges, ne? Und keine Reue so. Darauf müssen wir anstoßen. Ja. Auf ein, also es tat Ending, weh, oder? Und es kam, am Ende kam alles gut. Genau. Oder? Ja, so schön euch hier zu haben. Danke. Cheers. Euch auch. Chin chin. So, Ayan, jetzt erzählst du deine Geschichten. Haben wir noch Zeit? Dafür auf jeden Fall. Was mich jetzt mal noch interessieren würde, was ihr tut, wenn ihr durch eine Trennung gegangen seid. Wie kommt ihr mit den Gefühlen klar? Was sind eure Coping Mechanisms? Was sind vielleicht eure Lucky Charms? Und dann habt ihr nämlich die Kommentarfunktion. Könnt ihr uns mal schreiben, wie ihr das macht und vielleicht noch einen Daumen oben lassen? Und da würde ich mich sehr freuen. Und die Menschen, die mit mir hier am Tisch saßen, würden sich wahrscheinlich auch sehr freuen. Und ein fettes Dankeschön an euch beide. Ja, und an euch. Danke. Danke.